Eine Studie vor einigen Jahren fand heraus, dass wir circa 4,5 Jahre unseres Lebens nur mit Warten verbringen. Mann oder Frau wartet an der Ampel, am Automaten, im Bahnhof, am Flughafen, im Stau, an der Haltestelle des öffentlichen Transportverkehrs, beim Arzt, an der Kasse, vor der Mikrowelle und last but not least beim PC, wenn er hochfährt. Je nach Lust und Laune, je nach Situation und Persönlichkeit nutzen wir diese Wartezeit mal mehr und mal weniger effizient. Und deswegen mein Thema: im Wartezimmer Gottes.